Sport Utility Vehicle, abgekürzt SUV. Sie sind die Alleskönner unter den Automobilen. Kein Berg, keine Wüste und keine Schotterpiste sind für sie ein Hindernis, wenn der Fahrer mit ihnen umgehen kann. "75 Jahre SUV. Was früher Sinn machte, um an extreme Orte zu gelangen, gehört heute zum Straßenbild jeder Großstadt. Die SUVs haben die Welt erobert. Man muss natürlich wissen, dass eigentlich Sports im Englischen, da ist auch Jagen und Fischen und Angeln gemeint. Das heißt, eigentlich, so gesehen, waren die SUVs Autos für Jäger und Angler, die damit ein bisschen durch unwegsames Gelände gefahren sind. Aus den früheren Farmerfahrzeugen sind verspielte Lifestyle-Lieblinge geworden. Allein in Deutschland stiegen die SUV-Verkäufe im ersten Halbjahr 2016 um 26%. 80 Modellreihen, Tendenz stark steigend. Die SUVs sind auf der ganzen Welt erfolgreich. Da können Sie nach China schauen, da können Sie nach Europa schauen oder nach Nordamerika. Und das macht auch gerade die SUVs attraktiv für die Hersteller, weil sie das natürlich mit großen Volumen verbinden können. Großes Volumen. Das passt sicher zu keinem anderen Hersteller in Europa besser als zu Volkswagen. Das Thema SUV war in Wolfsburg lange Zeit eher ein Fremdwort. Wir haben gesagt, ja, das ist ein wachsendes Segment. Daran wollen wir teilhaben. Es gab ja schon andere Produkte. Ja, wir kommen ja immer so ein bisschen mit leichter Verspätung. Aber dann gewaltig, und zwar mit hohen Verkaufszahlen. Die erhofft man sich in Wolfsburg jetzt auch von der neuen Generation des Tiguan. Wir hatten ja nicht aus unserer Geschichte heraus authentisch die Möglichkeit zu sagen, wir machen einen Ich-fahr-durch-die-Wand-SUV oder einen absolut authentischen Geländewagen. Wenn man so will, hat Volkswagen mit dem Golf Country ein erstes Fahrzeug mal auf die Räder gestellt, das diese SUV-Eigenschaften eigentlich damals schon hatte. Es war nur nicht besonders schön. Nicht schön, aber der Golf Country war ein echter Hingucker zu einer Zeit, wo manche noch gerne Autos tiefer legten. Zu viel Geländewagen-Authentizität hätte uns nicht gestanden, wie erläutert. Und so ein bisschen Eleganz und Alltagstauglichkeit wohnt Volkswagen inne. Und die zeigte sich dann beim Touareg, dem wirklich ersten SUV von VW. Der kam 2002 in Zusammenarbeit mit Porsche und Audi. 2010 dann die zweite Generation. Es ging also darum, für uns auch eine SUV-Genetik zu erfinden. Und auch der Touareg ist ja eher etwas eleganter und milder dahergekommen, aber mit einem gewissen Selbstbewusstsein. In der Tat. Was der Phaeton für VW im Limousinensegment darstellt, ist der Touareg bei den SUVs. Leistung und Eleganz fast im Überfluss. Der Tiguan war dann die Idee, den Touareg in etwas kleinerer Form, erschwinglicher, ja, in gewisser Weise demokratisierend den Kunden näher zu bringen. Wir hatten nicht erwartet, dass das in dieser Dimension Erfolg hat. Diese Konzeptstudie präsentierte VW Anfang Dezember 2006 in den USA. Sie unterschied sich nicht so sehr vom späteren Tiguan. Der wurde dann 2007 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt. Der Tiguan, hier das Facelift von 2011, schlug ein wie eine Bombe, weil er alles bot, was man von einem VW erwartete. Unter anderem Qualität und dezentes Design, außen wie innen. Man kann beim Design sehr modisch sein, sehr spielerisch, nur das lebt sich schnell ab. Das sieht man sich schnell satt. Das Cockpit des neuen Tiguan. Analog war gestern. Und es geht auch schon noch ein bisschen darum, dass Funktion und Design so miteinander verwoben sind, dass halt aus dem Konzept heraus Qualität und das entsteht,
was wir anstreben, Langlebigkeit. Die Kunden honorieren genau das und kauften noch im letzten Produktionsjahr des ersten Tiguan rund 150.000 Fahrzeuge. Der neue soll diesen Erfolg toppen. Die Gene dazu hat er allemal. Seit 65 Jahren zieht er Offroad-Fans in seinen Bann, der Toyota Land Cruiser. Seltene Modelle wie der FJ55 sind begehrte Sammlerobjekte. Ich schätze, dass es in Europa ca. 40 fahrbereite Exemplare davon gibt und dann noch eine ganze Menge mehr vor sich hinrottender Ersatzteilspender. Aber wenn hier wirklich mal was sein sollte, wird es nicht mehr ganz so einfach mit Ersatzteilversorgung, das ist richtig. Ein Geländewagen mit Retro-Charme. Der Land Cruiser setzte Maßstäbe lange bevor die SUVs kamen. Naja, der Markt kommt ja schon seit langem richtig angeschoben. Wurde tatsächlich vom Land Cruiser unter anderem 1984, als der Light Duty kam. Die Faszination begründet sich wohl darin, dass man viel Platz hat, dass man ein relativ großes Auto fährt und auch relativ hoch sitzt, also den Überblick hat. Man hat den Überblick über das Verkehrsgeschehen. Natürlich werden 90% der SUVs nie abseits der Straßen genutzt. Dafür sind sie auch meistens gar nicht gebaut. Ganz anders der Land Cruiser. Er war immer ein echter Offroader. Er gewann die Premiere der Rallye Paris-Dakar, war als erstes Fahrzeug am Nordpol und gilt bis heute als treuer Begleiter von weltweiten Hilfsorganisationen. Letztendlich wurde er entwickelt als Arbeitsgerät. Ob das jetzt im Gelände passiert oder nicht, ist letztendlich zweitrangig. Ich kann auch auf der Kö schön damit rumfahren. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Geländewagen, das ist klar. So ist er auch entwickelt und gebaut worden. Er ist sehr, sehr robust. Er hat zumeist hubraumstarke Motoren, die sehr zuverlässig sind. Und ansonsten ist ja auch nicht viel dran, was kaputt gehen kann. Ich habe zwei Starrachsen, ich habe Blattfedern bei dem Modell hier. Zuschaltbaren Allradantrieb. Das war's im Großen und Ganzen. Der Toyota Land Cruiser ist die Nummer 3 in der Geländewagengeschichte. Nach Jeep Willys und Land Rover Defender. Der Land Cruiser ist an sich ein Go-Anywhere-Fahrzeug. Das heißt, ich steige ein, ich steige irgendwo wieder aus, ich mache mir aber zwischendrin keine Gedanken. Wo fahre ich eigentlich durch? Und dieses Grundkonzept des einfach zuverlässig sein, zuverlässig Fahrer, Transport, Personen von A nach B zu bringen, das hat sich bis heute durchgezogen. Der Ur-Land Cruiser wurde auf Befehl des japanischen Militärs konstruiert. Das jüngste Modell, der J15, kommt mit einem Vierzylinder-Dieselmotor, 6-Gang-Automatik, fast 180 PS und 450 Newtonmeter daher. Laut Experten ist ein Erfolgsgarant des Land Cruiser, dass die japanischen Ingenieure zumeist schneller als andere auf veränderte Kundenwünsche reagierten. Toyota hatte in den 60ern gemerkt, dass der Land Cruiser einschlägt wie verrückt und gekauft wird, aber dass sich langsam die Ansprüche der Zielgruppe ändern. Die Leute wollten nicht nur das reine Arbeitstier, sondern sie wollten auch ein Fahrzeug, mit dem sie langsam ihre Freizeitaktivitäten gestalten können. Surfen gehen, wandern gehen, in die Berge fahren und ähnliches. Also brauchte man ein Fahrzeug mit viel Platz, was Personen und Gepäck transportierte, was gleichzeitig aber immer noch sehr, sehr im Gelände sehr fähig war und nichts von dem alten Charme des J4 verlor. Aber auch Komfort bot. Das war so eine Gratwanderung, die sehr, sehr schwierig zu erreichen war, die Toyota aber meines Erachtens nach für die 60er Jahre sehr, sehr gut gemeistert hat. Ende der 70er Jahre folgt dann der deutsche Geländewagen, die Mercedes G-Klasse. Es beginnt mit einer Enttäuschung. Der Schah von Persien bestellt 20.000 Gs für seine Armee, wird aber kurz darauf gestürzt, der Auftrag platzt. Ein Erfolg wird der G schließlich dennoch. In dem Moment, wo es um Kraft geht, sind wir ganz schnell bei der Mercedes G-Klasse. Da geht es eher um die Sportlichkeit des militärischen Überlebens und die Verbindung sozusagen, dass wir heute noch Jäger sind und uns jederzeit einstellen müssen auf eine Situation, die wir noch nicht kennen. Der G ist eckig und kantig. Und genau darauf achten wir auch in der Weiterentwicklung, dass wir sie innen stets auf dem neuesten Stand haben, auch in der Technik.
aber im Design genau da bleiben, wo es hingehört, bei den Wurzeln. Bislang verkaufte sich die G-Klasse eine 250.000 Mal. Eine Legende entsteht nicht von alleine. Die Legende entsteht über die Zeit, die entsteht über das, was die Menschen mit dem Auto machen. Und da ist gerade dieses Auto neben uns ein wunderbarer Beleg dafür, was man alles mit einer G-Klasse machen kann. Ein G-Modell steht sogar seit kurzem im Guinness-Buch der Rekorde. Otto, der ultimative Globetrotter. Mein Name ist Gunter Holtorf. Meine Hand liegt auf Otto. Otto, der Kind der Familie Holtorf, mit dem wir zusammen mit meiner Frau 26 Jahre um die Welt gefahren sind. Mit einem Motor, der 88 PS hat. 215 Länder durchquerten die Holtorfs mit ihrem treuen Freund Otto. Der Wagen hat heute 900.000 Kilometer auf dem Buckel und ist in gleicher Weise 26 Jahre lang jeden Tag problemlos angesprungen. Eine Leistung, die nicht nur Mercedes-Ingenieure stolz macht. Ohne Zweifel ein echter G-Ländewagen. Erfolgswelle SUV. Algarve, Portugal. Anspruchsvolle Testfahrten für eines der erfolgreichsten deutschen Modelle auf dem Markt, dem BMW X5. Ingenieur Dirk Lauer demonstriert die Stärke aller 4x4er, den Allradantrieb. Bei der Auffahrt verlieren einzelne Räder kurzzeitig den Bodenkontakt. Dies erkennt das System und tut die Antriebskraft stufenlos auf die einzelnen Achsen, welche Traktion haben, verteilen. Durch einen gezielten Bremseneingriff setzen wir uns wieder langsam in Fahrt und fahren den Berg hinauf. Der X5, in den USA produziert, ist einer der Verkaufsschlager der Bayern. 2015 stiegen seine Verkaufszahlen um mehr als 30% auf knapp 170.000 verkaufte Fahrzeuge weltweit. Mit den X-Modellen erfand BMW die SAVs, die Sports Activity Vehicles. Diese verbinden sportlich elegante Limousinen mit den technischen Möglichkeiten eines Offroaders. Dafür haben wir natürlich speziell unseren Fahrererlebnisschalter, wo wir über die verschiedenen Modi von Komfort bis zum Sport hin, wo das Fahrzeug wirklich sich anfühlt, als ob es seine Muskeln anspannt, wo es sich agilisiert, wo man wirklich sehr dynamisch dann über die Landstraße fahren kann. Bis hin, sage ich mal, zu einem Modus, wo komplett die Regelsysteme abgeschalten sind, wo man dann wirklich wie der Rennfahrer fast selber sich dann im Gelände oder auch auf den Straßen bewegen kann. Den X5 gibt es seit 99, mittlerweile in der dritten Generation. Kunden schätzen seine Allrounder-Qualitäten. Die spielt das SAV rund um die Algarve voll aus. Wenn man jetzt hier das Fahrzeug in der Gegend bewegt, dort wirklich zu sehen, was man an dem Fahrzeug bewirkt hat, wie es ausgeprägt wurde, Richtung Offroad, wo wir die befestigten Straßen verlassen und dann sehen, was er dort wirklich kann. Sehr steile Sachen, sich hocharbeiten. Und das dann wirklich unterm Punkt zu sehen, was man wirklich mit bewirkt hat, das macht einen dann schon sehr stolz. Für 2018 hat BMW bereits die vierte Generation des X5 angekündigt. Jahre SUV, kompakt bis luxuriös. Gleich betritt der Porsche Macan die Bühne. Los Angeles, schon immer eine Trendsetterstadt für Automobile. Solventes Publikum, viel Prominenz, also Chancen für ein gutes Geschäft. Die LA Auto Show gewinnt jedes Jahr an Bedeutung. Hier muss man sich zeigen. Speziell, wenn Hersteller neue SUVs präsentieren. Ja, auch die SUVs werden sich natürlich weiterentwickeln. Das Erfolgskonzept, und davon bin ich überzeugt, wird auch in Zukunft bestehen bleiben. Aber es wird Fahrzeuge geben, die dann noch etwas tiefer gelegt sind, beispielsweise.
die dann noch urbaner zu nutzen sind. Die Designformen werden sich dort auch noch mal etwas verändern. Der Trend geht an vielen Stellen jetzt auch zu kleinen SUVs. Aber das Grundkonzept vom SUV, das Erfolgsmodell, das wird bestehen bleiben aus dem Thema Komfortfahren, sicher fahren und das Ganze verbunden mit einem tollen Design. Herbst 2013, die Macan-Premiere. Porsche hat sich den SUV-Markt genau angeschaut und für sich das kleinere B-Segment als neue Absatzchance entdeckt. Es ist immer ein besonderer Moment. Das eine ist, den Designprozess abzuschließen und zu sagen, jetzt sind wir happy, so schieben wir ihn raus. Aber sie wollen natürlich als Designer das Auto auch der Öffentlichkeit, für die es ja gemacht ist, vorstellen und zeigen. Und deshalb sind diese Momente immer ganz besondere Momente, wo sie dann im Prinzip nochmal das, was sie über Jahre betreut haben, dann eben auch zeigen dürfen. Maximale Aufmerksamkeit und ganz viel Presseresonanz. Darum geht es bei einer Weltpremiere. Der Vorstand und viele verantwortliche Ingenieure stehen Rede und Antwort und erklären die Grundidee des neuen Fahrzeugs. Selbstverständlich gibt es dort eine intensive Diskussion. Das war auch nicht die einzige mögliche Idee. Aber wenn Sie das Produktportfolio anschauen, das Porsche bis dahin hatte, dann ist es sicherlich schlüssig, noch mal was Kompakteres, Sportlicheres unterhalb des Cayenne zu machen. Der Kompakte in Zahlen. Länge 4,68 Meter, genau 16 cm kürzer als der Cayenne und Breite 1,92. Der Macan startete 2014 in Deutschland mit 3 Sechszylindermotoren. Das Spitzenmodell, der Turbo, leistet 400 PS. Der 3 Liter S-Diesel 258 PS. Wenn man als Unternehmen Wachstum generieren will, dann schaut man natürlich, worüber geht das und in welchen Segmenten spielt sich ein großes Wachstum ab. Und da sind wir zum Schluss gekommen, dass sicher das B-SUV-Segment oder wir nennen es besser Kompakt-SUV-Segment eine ganz bedeutende Rolle für die Zukunft spielen wird. Leipzig mit Rallye-Legende Walter Röhrl auf der Porsche-Teststrecke. Generell ist das SUV-Segment ja das einzig Wachsende im Automobilverkauf. 90% der SUVs sind große Autos, die die Leute nie brauchen. Die kaufen eher wegen der hohen Sitzposition, wegen des Allrads. Das sind so Argumente. Beim Macan hat man da genau die richtige Kerbe getroffen. Extrem schnell, sparsam. All diese Attribute verkörpert der Macan. Ich möchte, dass ich immer auf einen Zentimeter genau bestimmen kann, wo das Auto hinfährt. Das ist für mich das perfekte Handling. Und das macht hier auf dieser Strecke der Macan Turbo in jeglicher Kurve. Man ist heute mit der Turbotechnik schon so weit, dass es kein Turboloch mehr gibt. Mit der Doppelkupplung ist es ein Fahrgefühl wie in einem Sportwagen. Szenenwechsel nach Wolfsburg. Bei der Design- und anschließenden Karosserieentwicklung eines neuen Fahrzeugs gibt es auch divergierende Interessen. Da versucht man und strebt Lösungen an, die erstmal auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen. Wo dann eben die Ingenieure um die Ecke kommen und sagen, nein, was macht ihr denn da? Der neue Tiguan ist ein Hingucker und viel schärfer gezeichnet als sein Vorgänger. Diese Linie war eine wahnsinnige Herausforderung, die umzusetzen. Was für eine Rolle spielt diese Linie nun für die Form? Sie bricht nochmal die Höhe auf und gibt dem Dachrahmen eine besondere Stabilität. Sie zieht sich von der A-Säule über die gesamte Flanke in das Dach hinein und das gibt dem Auto wahnsinnig Kraft und Rückgrat. Und dann geht man in so einen Raufprozess und arbeitet hart an der Sache miteinander, aber immer im Team, ja, um dann einen Konsens zu erzielen. Und es gibt eine sehr anspruchsvolle Ecke an der Heckleuchte. Es
Der Tiguan hat eine 3D-Heckleuchte. Die Heckleuchte ist nicht mehr flach in einen Körper eingearbeitet, sondern sehr stark ausdetailliert. Besonderheit ist die Fuge, die auch in einer 3D-Gestaltung durch die Leuchte hindurchläuft. Und sehr markant die Lichtsignatur mit dem Effekt, dass wenn man bremst, quasi wie eine kleine Animation, das Bremslicht auch noch die Signatur umschaltet auf Achtung. Und wir wollten halt unbedingt diese Charakterstärke, diese Einprägsamkeit erreichen und haben uns dann sehr intensiv um dieses Thema gestritten. Aber am Ende haben wir uns abgeklatscht und gesagt, Mensch, das hat sich wirklich gelohnt. Das war ein ganz tolles Ergebnis, das wir da erreicht haben. Das stärkste wahrnehmbare strukturierende Element der Seitenflanke ist sicherlich diese sehr starke Versickung. Wir nennen das Doppellinie oder Doppelkante. Das ist im Prinzip ein Element, das aus dem Kotflügel heraus über die Flanke führt, die Türgriffe integriert und dann in die Heckleuchte und in das Heck hineinfließt und dem Auto einen Bügel gibt, der quer umlaufend ist. Das gibt halt auch extrem viel Kraft und die Tür wirkt, als könnte man da mit dem Hammer draufhauen, als wenn das sehr, sehr stabil ist. Ist es aber. Ja, große Räder, große Reifen sind für die Gestaltung eines SUVs essentiell. Wenn man das nicht richtig macht, dann kann man eigentlich aufhören. Deswegen geht es darum, die richtige Proportion zu finden. Aus möglichst großen Rädern und einem sehr dynamischen Auftritt des Körpers. Wir haben dem Tiguan einen sehr sportlichen Auftritt mitgegeben über die großen Räder. Und die sehr stark ausgearbeiteten Radhäuser geben nochmal die richtige Athletik und die Muskulosität dazu, um dem Auto eben die Kraft zu geben, die er jetzt auf die Straße bringt. SUVs, die haben sich ja auch stark gewandelt vom reinen funktionalen Approach, von einer kistenhaften Gestaltung, die aus sehr flachen Blechen gefertigt wurde, hin zu dynamischen, coupéhaften Formen. Das ist ja auch über die Zeit interessant zu sehen, wie sich diese Typologie entwickelt hat. Bis zu der neuesten Evolutionsstufe. Die halt doch sehr geschmeidig, sehr elegant, sehr muskulös daherkommt. 2010 wurden in Deutschland rund 300.000 SUVs gekauft. 5 Jahre später waren es doppelt so viele. Kein Fahrzeugsegment hat solche Steigerungsraten. Der neue Tiguan wird diesen Trend weiter forcieren. Sommer 94. Der SUV wird zum Lifestyle-Liebling. Mit dem RAV4 verbindet Toyota erstmals die Vorzüge von Pkw und Geländewagen zu einem Crossover. Selbsttragende Karosserie statt Leiterrahmen, der Allradantrieb kann abgeschaltet werden. Gerade in Deutschland löst der RAV4 wahre Begeisterungsstürme aus, trotz der Namensgebung. Die 4. Generation des Modells kommt eher gewöhnlich daher. Staundorf bei Fulda. Das jährliche Busch-Taxi-Treffen ist das größte Landcruiser-Event Europas. Ein Sammelbecken für Camper, Abenteurer und Globetrotter. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Leute reinfahren über die Schwelle und plötzlich aufatmen. Ich bin zu Hause. Den Satz höre ich tatsächlich sehr, sehr oft. Also die Leute entschleunigen sich auf diesem Treffen sehr, sehr stark. Ja. Die Besitzer schwören seit Jahren auf ihre Busch-Taxis. So werden Landcruiser von ihren Fans liebevoll genannt. Also wenn man schon losfährt, ist es eigentlich, beginnt schon der Urlaub. Man hat eine andere Sicht, man sitzt höher und fährt auch gemütlicher und nicht hektisch. Er ist bequem, man sieht alles. Ja. Und er fährt nicht so schnell. If I am bored, though I'm bound. Maybe I'm lost, but I don't need to be found.
eigentlich fahren jeden Tag. Also morgens, man fährt dann auch gerne zur Arbeit. Ne? Ich habe vorher eigentlich eher Sportwagen gefahren. Das komplette Gegenteil, eher so hoch und eher schnell. Und jetzt ist es halt eher ein hohes Auto und sehr langsam. Hier kommen auch die Fahrzeuge zur Ruhe. Die meisten von ihnen haben etliche Kilometer auf dem Buckel. Zuletzt waren wir jetzt gerade zurückgekommen von einer einjährigen Reise von Berlin. Wir kommen aus Berlin über Weißrussland, Russland, Aserbaidschan, Iran, dann Zentralasien, ein kleines Stück China, Pakistan, Indien, Nepal, nochmal Indien, Myanmar. Dann sind wir weiter über Laos, Kambodscha und dann haben wir das Auto nach einem Jahr von Bangkok aus nach Hause zurückverschifft. Bei uns hat halt jeder seine Aufgabe, er fährt, wenn wir in der Wüste sind. Mir wird angehalten, ich gehe dann Holz suchen fürs Lagerfeuer, mache dann das Essen, spül ab, das ist dann meine Aufgabe und dann kann er sich ausruhen. Mit geführten Touren, wo halt immer 8 Fahrzeuge unterwegs sind. Der eine mag es, der andere mag es nicht, wir mögen es nicht, weil wir wollen eigentlich grund genommen eher dann immer die Ruhe oder sonst was suchen oder wir wollen speziell da mal hin oder so und das kann man dann wieder nicht, wenn man geführte Touren macht. Vielleicht ist es mit so ein bisschen mit einem Freiheitsgefühl, dass man irgendwo hinfahren kann, wo man weit ab von allem ist. Das Auto ist ziemlich zuverlässig, man kommt überall hin. Das ist echte Handarbeit, ja. Passend zum Auto ist auch noch echte Handarbeit. Ich glaube, der Spruch, den ich auch hier schon gelernt habe, ist "Gets you there and gets you back". Also es ist wirklich, ich habe Vertrauen in das Auto. Auch Besucher aus Dänemark sind begeistert vom Busch-Taxi-Treffen. Das Auto ist einzigartig. Bei uns in Dänemark bekommt man die kaum zu sehen. Aber hier gibt es so viele von ihnen. Es ist spannend zu sehen, wie jeder sein Auto pflegt und darin lebt. Wer will schon ins Gelände? 2006 bietet Nissan das erste SUV ohne Allradantrieb an. Den Qashqai, benannt nach einem iranischen Nomadenvolk. Die Kunden greifen beherzt zu und etablieren einen neuen Trend. Höher, größer, runder, aber bitte ohne 4x4. Und hier kann man sehen, dass der asiatische Design-Einfluss mittlerweile auch unsere Autos verändert hat. Es ist viel runder geworden, viel voluminöser vom Ansehen her. Und man kann sehen, dass es schon eine Gegenbewegung gibt, nämlich die Idee tatsächlich kastenförmig, aggressiver. So wie die Mercedes G-Klasse. Urgewaltig und unerschütterlich. Seit 37 Jahren. Jeder G fühlt sich im Gelände wohl. Egal, ob ein 12-Zylinder AMG oder der 350 Diesel. Da ist das Auto zu Hause. Und ich glaube, für viele Kunden ist es einfach wichtig zu wissen, wenn ich will, dann kann ich. Eine 250.000 verkaufte Fahrzeuge, steigende Nachfrage und jedes Jahr viele neue Sondermodelle. Die G-Klasse ist so beliebt wie lange nicht. Die G-Klasse ist noch ein richtiger Geländewagen. Durch seinen Leiterrahmen, durch seine Sperren, 100%igen Achssperren auf beiden Achsen und auch längs mit, hat er einfach die Robustheit und die Überlegenheit, sagen wir, im Gelände richtig bewegt zu werden. Um die Jahrtausendwende sollte der G noch eingestellt werden. Doch in amerikanischen Villenvierteln feierte er seine Renaissance, gilt heute als stilvolles Statussymbol. Und diese Wandlung wirklich von diesem elementaren Nutzfahrzeug hin zum High-End-Luxusfahrzeug mit top-geländegängigen Eigenschaften, das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Vom Krisengebiet in die Innenstadt. Der weltweite SUV-Trend hat auch das Einsatzgebiet der G-Klasse verändert. Was früher Militärs vorbehalten war, schätzen heute Privatpersonen. Also mit dem Mercedes G decke ich mehr ab wie mit dem Porsche. Obwohl es schön ist, Porsche oder irgendein High-Race-Fahrzeug zu fahren. Aber mit dem G zum Beispiel oder einem SUV decke ich mehr ab. Vom Grundsatz muss man einfach noch mal reflektieren, die Dimension, die dieses Projekt gehabt hat. Neues Produkt, neue Fabrik,
und komplett neue Mannschaft. Die Entscheidung für eine fünfte Porsche-Baureihe hatte Investitionen zur Folge, die auch für den profitabelsten Autohersteller der Welt außergewöhnlich waren. Wir haben das Werk als Vollwerk ausgebaut, mit einer Lackiererei, mit einem eigenen Rohbau. Aber wir haben auch auf der Entwicklungsseite die Ressourcen natürlich aufstocken müssen, in allen Bereichen. Und das ist natürlich in Summe eine Riesenherausforderung gewesen. Für den Cayenne ist Anfang 2000 das Leipziger Werk auf der grünen Wiese gebaut worden. Keiner konnte damals ahnen, dass die Wiesenflächen immer kleiner und die Produktionsflächen immer größer werden sollten. Die Abläufe im Karosseriewerk sind in erster Linie computergesteuert. Für die Makan-Montage wurden hunderte neue Mitarbeiter eingestellt. Wir haben natürlich versucht, diese Aufgabe zu lösen, dass wir das Fahrzeug innerhalb der laufenden Produktion in dieses Werk integriert haben. Die Schwierigkeit ist natürlich unterschiedliche Fertigungstiefen. Der Cayenne kommt in einem anderen Anlieferungsstatus wie der Panamera. Wir mussten hier eine komplett neue Montagelinie dazu bauen, um die komplette Montage des Fahrzeugs auch absichern zu können. 50.000 Einheiten. Das war die Schätzung der ersten Jahresproduktion des Macan. Es wurden dann 2015 mehr als 80.000. Der neue Tiguan und Überraschendes vom Macan. Es geht gleich weiter mit der 75 Jahre SUV-Story. Der Audi Q5. Er kam 2008 auf den Markt. Mit den Q-Modellen verfolgen die Ingolstädter die Strategie, alle SUV-Größen abzudecken. Die Frage, wenn wir in einem großen Konzern Möglichkeiten sehen, überhaupt nicht, dass man außerhalb des Konzerns guckt, sondern im Konzern guckt nach Synergien. Und die beste Art und Weise, die Synergie zu heben, war natürlich auf den Q5 und auf die Bodengruppe, auf die Plattform aufzusetzen, die ja eine ganz hervorragende und solide Basis für unsere Arbeiten am Macan geboten hat. Die Idee einer Plattformübernahme klingt erst einmal logisch und nachvollziehbar. Bei der Entwicklung des Macan gab es aber so manche Tücken. Wenn Sie eine Plattform übernehmen, dann stehen gewisse Abmessungen fest. Also Sie können den Radstand nicht verändern. Der Radstand ist eben halt fix. Damit fix sind auch die Überhänge, die eben halt da sind, wo der Designer dann eben halt drauf aufbaut und sein Außenhaut, seine Exterior-Designarbeit beginnt. Da muss er eben halt auf bestimmte Maße im Package, die die Plattform vorgibt, einfach drauf eingehen. Da kann er eben halt nicht wieder was ganz Neues machen, sondern die waren fix vorgegeben. Und so funktioniert der Entwicklungsablauf im Design. Man startet mit der Skizze, mit vielen Skizzen. Wir wollen ja wirklich alle Ideen abdecken. Der eine arbeitet vielleicht etwas evolutionärer, der andere etwas revolutionärer. Der eine hat eine super coole kleine Skizze, wo alles drinsteckt. Der andere ein Rendering. Das wird dann alles an die Wand gehängt und wir gucken uns das halt gemeinsam an. Und der Michael Mauer definiert dann für den jeweiligen Designer halt die Richtung. Wir gucken natürlich, dass da eben diese Bandbreite dann eben existiert für ein neues Projekt. Und dann geht es in mehreren Schritten, wird es dann halt ausgewählt. Von der Skizze über 1:3 Modelle, über digital 1:1 Modelle bis hin zum 1:1 Modell. Trotz des sportlichen Anspruchs, der Macan ist ein Fünftürer und kann bei umgeklappter Rückbank einiges transportieren. Bis zu 1500 Liter Volumen. Das Lenkrad und viele weitere Designdetails orientieren sich am limitierten Supersportwagen 918 Spider. Später haben auch der Klassiker 911 sowie Boxster und Cayman diese Features übernommen. Das gilt auch für die erstmals kreierte 3D-Rückleuchtengrafik. Zum Design- und Technik-Highlight, der Motorhaube. Sie umschließt die Scheinwerfer und reicht bis zu den Rathäusern. Und innen wird die Kühlungsluft direkt in Richtung Turbolader geführt. Es hätte Lösungen gegeben, die technisch einfacher umzusetzen gewesen wären. Aber alle haben am Schluss gesagt, das tut dem Auto so gut. Und es ist natürlich auch ein Traum von einem Designer, Fugen verstecken zu können. Am Schluss waren alle von der Optik so überzeugt, dass sie gesagt haben, komm, das gefällt uns auch, das probieren wir jetzt.
Speziell das Presswerk und der in Leipzig komplett neu installierte Karosseriebau standen vor echten Herausforderungen. Es ist natürlich ein sehr, sehr großes Designelement, ist auch sehr markant für das Fahrzeug. Porsche betrat mit dieser Anlage echtes Neuland. Ab Sommer 2014 musste die Produktion reibungslos laufen. Da war noch einiges zu tun. Es ist eine Herausforderung, die wir uns gerne stellen. Und deswegen haben wir da auch, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, die Haube so zu machen, wie sie im Moment ist. Porsche beherrscht die Derivatstrategie mit vielen ganz unterschiedlichen Angeboten pro Modell. Der GTS ist dabei in jeder Baureihe noch deutlich sportlicher ausgelegt. Der Macan GTS macht mit seinen 360 PS aus einem 6-Zylinder-Biturbomotor keine Ausnahme. Die kann man nutzen, wenn es der Straßenzustand zulässt. Dann macht der GTS auch wegen seines eindrucksvollen Sounds wirklich Riesenspaß. Und auf der Autobahn ist erst bei 256 km pro Stunde Schluss. Trotzdem bleibt auch der Macan GTS ein SUV mit einer fünften Tür und hinten mit umklappbaren Sitzen, was den Nutzwert des Autos deutlich erhöht. Und zu groß ist er auch nicht. Der Macan lässt sich in Städten problemlos bewegen. Wir sind der Meinung, dass wir mit diesem Angebot auch das B-SUV-Segment weiter beleben und prägen werden und dass wir auch zusätzliche viele neue Kunden natürlich über den Macan zu Porsche bringen werden. Wenn man sich Autos anschaut wie Porsche oder so, war es die Inkarnation des erfolgreichen Geschäftsmanns oder Frau. Wenn man jetzt sich vorstellt, man sitzt in einem Porsche und guckt sozusagen rauf zu einem SUV, dann weiß man, warum Porsche mittlerweile auch SUVs herstellt, weil es angenehmer ist, runterzuschauen als raufzuschauen. Das SUV-Zeitalter. Jeder will dabei sein. Das gilt für Kunden wie Hersteller gleichermaßen. Ob der rumänische Dacia Duster oder der französische Renault Kadjar. An preisgünstigeren Alternativen in der Kompaktklasse mangelt es nicht. Renault bietet nun sogar ein Mini-SUV namens Kwid an. Das Fahrzeug auf der A-Plattform ist schon ab 4.000 Euro zu haben, vorerst aber nur in Indien. Und man weiß natürlich, dass gerade die Entwicklung oder die erfolgreiche Entwicklung der SUVs ist, dass man aus dem Top-Segment das allmählich in die weiteren preisgünstigeren Klassen vorangetrieben hat. Nicht nur Otto Normalverbraucher fährt nun SUV. Der Trend der Automobilbranche hat selbst reine Sportwagenmarken revolutioniert. Der Maserati Levante. Erstes SUV mit Dreizack. Ein Paukenschlag im hart umkämpften Premium-Segment. Bis zu 430 PS, 6 Zylinder und echter Maserati-Sound. Vor Jahren absolut undenkbar, mischen die Italiener nun mit auf dem SUV-Markt. Darf es noch ein bisschen mehr sein? Er ist das schnellste und teuerste SUV überhaupt. Der brandneue Bentley Bentayga. Klar war, dass wenn wir in dieses Segment gehen, dass wir auf der einen Seite das Thema Luxus nicht verlassen wollen, aber auf der anderen Seite eben das Segment erweitern in Richtung SUV, Utility Vehicle. Jetzt muss der Luxus nicht mehr dort aufhören, wo die Straße zu Ende ist, lautet das Credo der Macher. Unsere Kunden sagten uns ganz klar, dass sie ein Bentley SUV interessieren würde. Es passt in das Portfolio der bisherigen Autos unserer Kunden. 30% besitzen bereits einen SUV. Also erschien es logisch, dass sie auch so etwas von uns wollten. Und es passt sehr gut in unsere Marke. Die Kombi aus Luxus, Performance und Alltagstauglichkeit ist absolut inkorporiert in einem SUV. 301 km pro Stunde, 608 PS, 900 Newtonmeter, ein Über-SUV. Aber für uns die klare Zielsetzung war, von der Funktionalität, von dem, was der Kunde dann an dem Fahrzeug erlebt und wie der Kunde dann das Fahrzeug fährt, muss es state of the art, vielleicht sogar noch etwas darüber sein.
In einigen Märkten, wie zum Beispiel im Mittleren Osten, werden sie auch Offroad fahren und das Fahrzeug bis zu seinen Grenzen testen. Deswegen haben wir den Bentayga in allen Umgebungen getestet. Vom eisigen Norden in Schweden bis zum heißen Mittleren Osten, um sicherzugehen, dass er in jeder Situation fahrbereit ist. Zum Antriebsstrang des Königs der SUVs. Wir haben entschieden, einen komplett neuen B12-Motor zu entwickeln. Schon von der Grundauslegung her als Direkteinspritzer eine sehr sparsame Motorisierung. Wir haben Zylinderabschaltung, wir haben diese Segeln, wir haben Start-Stopp. Also alles das, was heute State of the Art ist in der Verbrauchstechnologie, haben wir hier tatsächlich umgesetzt. Ab 210.000 Euro ist der Bentayga zu haben. Doch Rolf Rech schwärmt auch für einen Klassiker. Was sicherlich ein tolles historisches Fahrzeug ist, nicht nur weil ich jetzt in England lebe, sondern auch weil es mich von der Einfachheit der Technik überzeugt ist, ist ein Defender, der jetzt im Moment ausgelaufen ist, aber der einfach auch diese Einfachheit der Technologie darstellt mit einem tollen Erlebnis. Hier sind wir natürlich ein paar Schritte weiter gegangen. Dank des Bentayga wird Bentley sicher bald mehr Autos produzieren als je zuvor. Die Wirkung ist vor allem eine soziale. Es ist signalisiert, ich bin da ganz oben mit diesem Auto und mir kann erstmal keiner etwas. Es ist ein Statussymbol, ein Ornament. Der SUV-Markt boomt und das weltweit. Ein Ende des Verkaufserfolges ist nicht in Sicht. Die SUV-Story geht also weiter.